So, willkommen zurück. Wir sind wieder da und wir sind immer noch am Teich, am See und gehen zum Teich. Denn, ja, wo ein See ist, ist ein Teich nicht weit. So, ein bisschen Frühsport. Ups. Oh, ein bisschen Schwimmtraining noch. Fahrrad haben wir keins, also können wir keinen Triathlon machen. Wie schade. Das wäre mal was, ne? Ja. So, der Hahn kräht, die Sonne ist aufgegangen. Zeit angeln zu gehen. Ach, scheiß Nase. So. Jojo. Ja. Gut, danke. So. Wir werden direkt den ganz dicken holen. So, dann bin ich mir nicht sicher, ob man den zweimal fangen kann. Beziehungsweise, wenn wir Glück haben, der erste wiegt nur. Ups. Wie sieht doch mal ab? Ja, oder? Nehmen wir einfach den. Naja, mit etwas Glück kriegen wir als erstes nur einen, der 10 Pfund wiegt. Und dann, weiß nicht, vielleicht kann man sich damit beide Sachen holen. Ich bin mal halt unsicher, ob das funktioniert. Ich glaube, die zweite Sache kriegst du, glaube ich, nur als Erwachsener, oder nicht? Normalerweise ja. Aber? Wir sind nicht normal in diesem Let's Play. Und das ist auch wieder wahr, das stimmt. Es gibt einen, ziemlich dämlichen Trick. Was irgendwie sehr kurios ist, dass es funktioniert. Ist auch nicht so möglich, warum es funktioniert. Oh, 10. Wir werden den mal behalten. So, ich werde einfach Safe State setzen. Ja. Und den abgeben. Und dann gucken, ob ich den normal fangen kann. Ich bezweifle, dass es funktioniert. Ja, genau, das ist nämlich der Preis, den man da kriegt. So, dann gehen wir einmal. Achso, wir müssen erst die Angel zurück. Du bist. Genau. Digga. Ich bin aber zu ungeduldig mit den Dialogoptionen hier. So. Juhui. Da ist er. So. Ein Zuschauer von mir, der hatte. Weiß ich, hab mal bei seinem Let's Play reingeguckt. Und der hat sich mal gefragt. Also wollte er immer den großen Fisch haben, hat er noch nie gekriegt. Jetzt hat es hier gerade auf Anhieb funktioniert. Beim ersten Versuch auch direkt das Herzteil gekriegt, beim allerersten Fisch, den ich überhaupt geangelt habe. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ja, man muss halt wissen, wo er ist und muss halt wissen, wie man ihn kriegt. Und jetzt hast du ihn? Naja, noch habe ich ihn ja nicht. So, jetzt gucken wir einfach, wenn er mehr wiegt. Das Problem ist nur, wenn er sich losreißt, dann ihn wiederzufinden ist das Problem. Ja, das stimmt. Die verstecken sich ja, glaube ich, auch immer ein bisschen. Es gibt zwei Positionen, wo er sein kann, aber die zweite weiß ich nicht. Ja. Und das ist halt seine Initialposition. Ich glaube, man muss dann die Richtung wechseln, wenn man auch in die Richtung schwimmt. Ja, haben ihn fast. Ja, gut, jetzt. Auf der Seite. Ja. Jawohl. Hab ihn. Mensch, das klappt ja hervorragend. Wow. Auch 10. Ja. Wieder 10 Pfund. Nee, ja, ich glaube, es klappt auch eh nicht. Deswegen werde ich. Werde ich hier wieder laden, den Safe State habe ich gerade geladen. So, jetzt machen wir was Folgendes. Und es ist faszinierend, dass das funktioniert.
visier doch mal ab. Ich will doch nur... So. Und jetzt halten wir die ganze Zeit Z gedrückt. Jetzt müssen wir nur den Ausgang finden. Das ist aus der Perspektive natürlich nicht einfach. Okay, auf welcher Seite des Teiches bin ich jetzt? Ja. Ich glaube, ich bin... Ah ja, ich bin richtig. Und jetzt immer noch Z gedrückt halten, die ganze Zeit. Mhm. Hoffe mal, das hat jetzt auch noch funktioniert mit dem Safe State. Tada! Und wir haben tatsächlich die Schuppe. Dann kannst du ja gleich eigentlich auch beim Haus am See da eigentlich auch schon wieder ein Herzteil kriegen, eigentlich. Eigentlich nicht, weil man braucht dafür die Eisenstiefel. Man muss unten die Kiste zertrümmern, oder nicht? Nee, du kriegst es ja als Preis von dem Wissenschaftler da. Ach, wenn du so tief genug tauchst. Ach, ah, ich hab schon wieder vergessen, die Angel abzugeben. Mensch. Ich hab das Gefühl, das wird mir noch häufiger passieren. Na, mal sehen. Das ist ja das letzte Mal, dass wir hergekommen sind. Ja gut, dann hole ich mir das Pferdsteil direkt. Hearts is what the world needs. Nein, love eigentlich. Ups. Ja, man hat gerade tatsächlich die Bestätigung gesehen, wir können 9 Sekunden tief tauchen. Tauchen, ja. Als Kind. Als Kind, genau. Ah ja, genau, wir holen uns direkt einfach mal die Flasche hier vorne. Ja, genau, das kannst du ja auch schon machen. Da könntest du jetzt eigentlich sogar theoretisch auch schon den Zora-Tempel machen. Jabu eigentlich. Nee. Echt? Wir würden durch die erste Tür nicht durchkommen. Weil dafür brauchen wir die Schleuder. Oder Boomerang oder halt irgendwas anderes mit einem Fernauslöser. Achso, ja. Total vergessen. Ja. Aber immerhin, wir haben eine Flasche. Ja, und wir können auch zum See schon direkt hin, weil wir können jetzt einfach da durchtauchen. Das werde ich auch gleich machen. Ja, das musst du sowieso, weil du musst ja den Brief da überreichen, sonst geht die Flasche ja nicht leer. Ja, eben. Das werde ich nämlich gleich auch tun. Ja. Und dann magische Boden, da hinten ist schon wieder diese scheiß Eule. So. Gut. Ach ja. Du musst jetzt einfach nur tauchen, so tief du kannst. Bis zum Boden. Genau. Ah, Geld. So, da kam das Bestätigungsgeräusch. Genau. Aber mit dieser Kiste war da auch irgendwas. Ja, vielleicht war da ja irgendein Gegenstand drin, ich weiß es nicht so genau. Und man konnte dann irgendwie in diesen abgesperrten Bereich da rein. Irgendwie so war das doch. So, erstes Herzteil. Das andere eben, das war ja nicht dicht, das haben wir ja nicht gekriegt. Das können wir jetzt auch übrigens nicht mehr bekommen. Naja. So, dann auf zu den Zoras. Kurioserweise, muss man dazu sagen. Ja. Normalerweise müsste man erst das Spiegenlied haben, damit man in diesen Wasserfall da reinkommt. Und die Bomben natürlich, um zu sowas loszukommen. Aber nee, mit solchen Kleinigkeiten halten wir uns doch nicht auf. Da sind wir auch schon. So. Man muss das Ding natürlich nicht abgeben. Es gibt wie immer eine Möglichkeit, an ihm vorbeizukommen, auch so. Ja. Die ist nicht mal schwer. Ja, das werden wir uns wahrscheinlich ja eh bald zunutze machen müssen, nicht wahr? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich die Flasche jetzt abgehe, rückt er ja sowieso zur Seite. Ja. Und zwar kann man sich, ich glaube, diese Ecke hier war's. Eine von diesen Ecken kann man sich halt auch mit Schuhe
Attacke reinglitschen. Und wenn man dann drin ist, einfach auf der anderen Seite wieder nach oben schwimmen quasi. Ich weiß nicht, ob das... Ob wir eine Ausrichtung dafür sein muss, oder war es doch die hier? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich hab das nicht so mit den Ecken irgendwie. Naja, ist ja auch egal, weil das brauchen wir jetzt eh nicht. Könnten wir kurz mal gucken, wie spät es ist. Wie spät ist es? 13:20. Boing, boing! Viel geiler auf Englisch. Ja, die Dinger sind ja nur cool, das stimmt. Auf Deutsch sagen sie irgendwie so, man erzähle es sich, es sei so und so viel Uhr. Genau. Und hier ist es halt boing, boing! Naja, das machen die ja eigentlich auch in Skyward Sword wieder dann. Dieses ja? Boing-Boing-Geräusch. Ja. Wenn man die anspricht oder zumindest wenn man sie das erste Mal herbeiruft oder so, geben sie dieses Boing-Boing von sich. Ich habe mal ein Let's Play von Skyward Sword geguckt, das ist aber ziemlich lange her, das war direkt nach Release des Spiels. Beim guten DK. Ah. Also du machst momentan, habe ich gesehen, Wind Waker HD. Ja, sag auch was dazu. Ja, was ist denn damit jetzt? Du machst zurzeit Wind Waker HD bei dir auf dem Kanal? Ja, ich bin ja eigentlich ja schon mit dem Aufnahmen soweit fertig, jetzt eigentlich jetzt noch die Parts nacheinander hochladen. So. Es gibt tatsächlich neue Glitches in der HD-Version, die es in der ursprünglich nicht gab. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe einen Speedrun davon angeguckt, von Summer Games Done Quick. Jetzt am 6. Januar startet ja wieder Awesome Games Done Quick. Auf jeden Fall angucken, sehr interessant. Da gibt es auch wieder einige Zelda... es gibt wieder einen Zelda-Blog auf jeden Fall und einige Zelda-Runs. Ich werde gucken, dass ich mir alle davon angucke. Weil ist halt awesome. Oh, wir haben so irrsinnig viel Geld. Müssen wir gleich mal an den Mann bringen. Ja, was willst du denn jetzt noch kaufen? Ja, warte ab. Oh, das Herzteil erholen, das holen wir uns gleich. Dafür brauchen wir ja, ein Hühnchen. Man kann übrigens auch mit dem Hühnchen an dem Wasserfall vorbei. So, hier gibt's noch mehr Geld. Au! Arschloch. Ist doch nicht. Das gehört zu doch nicht so, Leute zu begrüßen, indem man sie anspuckt. Nee, überhaupt nicht. So, hier gibt's noch mehr Geld. Boah. Gleich ist das Portemonnaie voll. Ja, jetzt wird's nicht kommen. Achso, hast du jetzt vor die Wunderherzen zu kaufen, ja, oder richtig. Was? Achso. Die werden wir nämlich auch noch brauchen. Ich werde sie aber noch nicht einpflanzen, weil ich möchte sie später benutzen, um quasi die Löcher zu markieren, aus denen ich schon die Skulpturas rausgeholt habe. So. Also die ersten werden ja jedes Mal teurer. So, nicht wie viele wir uns holen. 3 würde ich sagen, oder 4. 4 können wir uns holen. Oder? Ist das richtig gerechnet? Nee. Jetzt kommt 30 und danach. Ja, nee, ja nicht mehr, geht nicht mehr. Nee, also 3 kommen wir. Jetzt bräuchten wir nämlich 40 Rubine. Ja, alles klar, aber gut, das reicht ja auch schon mal. Und jetzt ist das Huhn an der Reihe. Das Huhn, das haben Huhn, wir gesagt. Genau, nicht der Stein. Halt, Herzen, 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 Herzen. So. 2 Herzteile können wir uns jetzt holen. Mhm. Dann haben wir auch wenigstens endlich gleich einen vollen Herzcontainer. Eins fehlt noch. Ah ja, richtig, genau. Ich vergesse das immer wieder, dass du ja beim Angefecht das ja nicht mehr geltend gemacht hast. Ja. Ja, aber keine Sorge, das kriegen wir auch nicht. War nicht im Grudeteil da irgendwie auch noch eins? Ja, da kannst du ja auch mit dem Huhn eins kriegen, da unterhalb der Brücke bei diesen Wasserfällen oder so war das.
Hier kann man sich ja irgendwie auch noch was holen. Von dem Fröschen da mit der Ocarina. Irgendwie war da was. Ja, da musst du, glaube ich, mehrere Frösche wohl nacheinander versammeln, die auch irgendwo verstreut sind. Und dann ein bestimmtes Lied dabei denen spielen. Soweit ich weiß. Also ganz genau erinnere ich mich jetzt. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Ja, jetzt haut mir das Huhn ab. Na toll. Wo ist es jetzt? Es ist nach oben geflogen. Es ist jetzt, glaube ich, weg. Jetzt habe ich gerade das voll verkackt. Ja, ich stand genau halt beim Huhn drin und da hat es nicht aufgehoben. Wahrscheinlich hätte ich ein Stück weiter weggehen müssen. Ja, musst du mal das Gebiet kurz wieder verlassen, dann respawnt es wahrscheinlich wieder. Ja, das Problem ist, wir kommen jetzt erstmal nicht mehr wieder hier hin. Ja, das ist gut. Ja, müssen wir später machen. Ja, kommst du jetzt eigentlich überhaupt hier noch wieder raus? Also ich meine, ich habe doch eben gerade gesehen, dass da der Ausgang irgendwie auch noch... Ja, klar, wir kommen über den Fluss. Ach, das ist wieder da, es ist wieder da. Okay. Kann das doch mal jetzt machen, wenn ich hier gegen anschwimmen könnte. Nein. Ja, das funktioniert nicht. Na gut, dann bis später, Hund. Wir sehen uns wieder. Ja, ich meine, ich werde eh keinen Dungeon abschließen als Kind, bevor wir das erste Mal erwachsen werden. Ich sehe dich! Tja. Gut, das einzig Sinnvolle, was wir jetzt noch machen können... Nee, es gibt eigentlich zwei sinnvolle Sachen, die wir machen können. Und die wären? Einmal Schloss. Und einmal... Kakariko. Ja, bei Kakariko könntest du dir ein Lied und ein Schild holen. Ja, für das Lied brauchen wir erstmal ein anderes Lied. Genau, deswegen. Genau, das habe ich jetzt. Habe ich total vergessen. Genau, wir machen erst das Schloss. Das ist irgendwie sinnvoller. Auch wenn man es nicht zwingt. Auch das Lied. Ich mach's schon gerne. Einfach weil wir haben. Genau. So. Dazu müssen wir uns jetzt mal von Marlon das Lied beibringen lassen. Ja, das geht ja glaube ich auch erst später, wenn sie wieder zurück bei ihrer Ranch da ist. Was? Achso, nein. Ja, ach stimmt, ja, nee. Nee, die muss uns das Dings geben. Ja. Yeah. Das Ei. Ja, und da war die Eule schon wieder. Da ist sie. Ja, wir müssen dann auf Nacht warten. Hier kann ich aber auch noch einen coolen Trick zeigen. So, würde man über den normalen Weg wieder mehr Geld einsammeln, aber... Ups. Smart Kid. Scheiße, das Pickeln kann es kompliziert sein irgendwie. Ja. Warum musst du die mir jetzt wehtun? Ich kann ja auch einfach die Wache bezahlen, dass sie einen durchlässt. Das geht jetzt schon? Ja. Müsste theoretisch. Nein! Bisschen zu weit gegangen. Ne, du musst ja kurz raus, dann kannst du ja erst wieder mit Marlon reden, weil die erscheint ja jetzt da gleich. Achso, ich dachte, die wäre nur nachts da. Ne, die ist ja ständig hier da. Achso. Du musst haben ja eben halt nur mal einen ganz... Haben die irgendwie dämlich gemacht, weißt du, wenn du das zum ersten Mal spielst, denkst du kommst hier nicht weiter und dann... Ja, das hast du öfter bei Ocarina of Time, besonders jetzt, wenn du da beim Goronberg da bist, weißt du ja auch eigentlich irgendwie auf Anhieb bestimmt nicht, wie du da weiterkommen sollst. Dieses Lachen. Naja, ich meine, im Prinzip, du kommst hier hin und musst erstmal wieder weggehen und dann wieder hingehen, um dann weiterzukommen. Wer kommt auf so eine Idee? Normalerweise eigentlich kein Mensch, also... Ja, das ist halt das Behinderte daran. Ja. Gut, und jetzt heißt es jetzt mal einen Tag lang warten, damit das eigentlich schlüpft. Ja, in der Zwischenzeit kann ich Glitches üben. Ja. Zwei brauchen wir nicht mal wieder. Bis
zu weit weg. Direkt beim Messen auch funktioniert. Perfekt. Den Infinite Sword Glitch. Das hat man gerade an dieser komischen Spur da gesehen, dass er handelt. Und natürlich, dass sich die Kamera jetzt nicht mehr merkwürdig verhält. Ach, verdammt. Ist wieder aus. Ja, weil du wahrscheinlich geklettert hast. Ich wusste nicht, dass es den wieder ausmacht. Müssen wir ihn gleich irgendwo wieder anmachen. Ah, ja, na, wie du kommst. Du kommst mir genau richtig. Nee. Warte. Nein. Nicht funktioniert. Safe State sei Dank. Jawohl. Jetzt haben wir es. Ich höre plötzlich gar nichts mehr. Von mir? Ja, schon gut. Ich dachte schon, jetzt der Ton wäre jetzt ganz weg. Aber es ist ja nur vom Spiel. Oh, ey. Na, gut, dass wir so viel Zeit haben. Ach, Mist. Gibt's denn das? Geh doch da hoch. Ich weiß, dass du's kannst. Ey! Kann nicht wahr sein. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich in meinem Test schon nicht ausprobiert habe. Ist auch später erst gesehen habe. Wenn ich genau die Ecke erwischt, müsste ich hier theoretisch hochlaufen können. An der anderen Stelle, kann man das auch machen, also in einem ganz anderen Gebiet. Da habe ich das auch hingekriegt, da ist es auch ziemlich einfach irgendwie, aber hier. Die Kamera falsch gedreht oder was? Ist das nicht? Tja. Nee, nee, nee. Der ist ein kleines bisschen nach oben gegangen. Klar, ich glaube, du hattest es fast. Und mit dem Infinite Sword Glitch kann man auf jeden Fall nicht runterfallen. Das ist halt das Coole. Das habe ich ja vorhin im letzten Part gezeigt, dass man damit nicht von Kanten fallen kann. Ich krieg's nicht hin. Oh, ist ja auch eh gleich vorbei. Das Küken müsste gleich schlüpfen. Ja, dann. Hä? Ja, das Schwert ist ja permanent aktiv. Ach so. Warte, ich mach die mal wieder aus. So. Mann, jetzt können wir es eh normal machen. Und wir kriegen auch mehr Geld dabei. Sonst könnte man halt so schön auf diesen Rand da oben langlaufen. Aber ich krieg's ja nicht hin. Hey, so viele Sachen, weil ich bin ja einfach zu schlecht. Oder mein Kapur ist so scheiße eingestellt. Oder ich habe einfach nicht genug Fingerspitzengefühl oder was weiß ich. Oder bin zu unerfahren. Sucht euch was aus. So, hier kriegen wir noch Geld. Oder? Nee, nee. Bei dem Baum nicht. Doch, bei dem Baum. Was? Oder? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte jetzt hier weiter schwimmen, aber ich noch mehr Rubine? Nee, ich weiß, dass unter dem Baum da noch eine Skulptur ist, aber dafür brauchst du ja auch die Hymne der Stürme. Stimmt, damit konnte man sich ja auch noch. Wenn wir in den Skulptur, das kann man auch noch. Das ist einer der bekanntesten. Ich glaube, das ist sogar auch diese Stelle da gewesen, oder? Ist auch der einfachste Glitch, glaube ich, des gesamten Spiels. Dass man sich unendlich viele Skulpturas quasi holen kann. So, wenn wir die Krabbelminen bzw. die Bomben schon hätten, dann könnten wir uns auch hier schon hochbangen. Da ich die aber erst später holen werde. Weil ich möchte ja auch nicht das Display von Swordless Link komplett nachspielen, das wäre ja irgendwie lame.
Ja. Aber er hätte jetzt schon viele Sachen anders gemacht als er. Ja. Er hat ja so, so eine komplett minimalistische, mit so wenig Itemnutzung wie möglich so fast, oder wenig Items holen wie möglich. Oder er wirklich erst so spät wie möglich gewisse Items holen, gute gemacht. Ziemlich geil, was er an einigen Stellen gebracht hat. Er hat auch sich hier reinzubacken, oder? Hat er festgestellt, dass wenn man einmal da drinnen war und dann wieder rauskommt, dass das Spiel dann denkt, man hätte die Kisten nicht hingeschoben. Da waren die Kisten dann halt auch so aufgestapelt, wie ich es gleich hier haben werde. Aber Talon lag trotzdem noch pennend davor. Sehr kurios sah das aus. Einfach mal suchen. Ocarina of Time with Glitches. Let's Play. Von Swordless Link. Der Typ macht auch Speedruns. Also der ist ziemlich erfahren, was das Ganze angeht, in diesem Spiel vor allem auch. Hat ja auch einige Tool Assist, die Speedruns schon gemacht bzw. hochgeladen, geplant wird. Die erfordern ja extrem viel Arbeit, diese Tool Assisted Speedruns, weil du wirklich genau planen musst, wann Link, dass Link halt an einer bestimmten Stelle genau so und so viele Herzen noch übrig hat und... Ach Gott. Es ist irgendwie ziemlich einfach, an den Typen hier vorbeizukommen. Naja, die können ja auch nichts. Also in Tool Assisted Speedrun ist er einfach von Anfang bis Ende so durchgehoppt und das hat keine Wache auch nur im geringsten gestört. So viel dazu. Ich glaube, der sieht uns hier auch nicht. Nö. Früher bin ich immer oben rüber gelaufen. Und das hier ist irgendwie die schwierigste Stelle von dem Ganzen. Aber auch nicht so schwer. Ja, man muss noch ein bisschen Geduld haben. Ja, du musst jetzt eigentlich nur loslaufen, wenn der jetzt da, der vordere, schon losrennt. Einfach ein bisschen so direkt an ihm dranbleiben vielleicht. Ich meine, die bemerken ja auch nichts, wenn du so richtig nah bei denen stehst, solange du nicht in deren Sichtfeld bist. Ungefähr so. Genau. Hier einfach direkt. Ja. Kommt man ganz schnell durch. Und schon sind wir durch. So schnell kann's gehen. Ja. So. Ich denke mal, hier werde ich einen Cut machen, weil jetzt kommt eine extrem lange Zwischensequenz. Und sonst würde der Part einfach so nicht lang werden. Der ist schon fast eine halbe Stunde lang. Deswegen sage ich tschüss und im nächsten Part reden wir dann mit Zelda. Bis dann. Bis dann.